Aufgepasst, dieser Tipp kann Ihnen viele tausend Euro bringen bei der nächsten Gehaltsverhandlung, egal ob Sie im Vorstellungsgespräch verhandeln oder in Ihrer eigenen Firma. Wer bin ich, dass ich Ihnen das verspreche? Mein Name ist Martin Wehrle. Die Wirtschaftswoche bezeichnet mich als Deutschlands renommiertesten Gehaltscoach. Ich berate jetzt seit über 17 Jahren Menschen in Gehaltsverhandlungen und heute verrate ich Ihnen meinen besten Trick, den ich in all diesen Jahren herausgefunden habe. Gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt erfahren Sie meinen besten Trick aus über 17 Jahren Gehaltsverhandlung. Der Trick klingt ganz einfach, er ist allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen. Darum werde ich Ihnen zeigen, wie das genau geht. Meine These ist die: Sie bekommen in einer Gehaltsverhandlung nie das, was Sie fordern, sondern Sie bekommen immer weniger, weil Sie nach unten gehandelt werden. Und der große Fehler der meisten Menschen besteht darin, dass Sie genau das fordern, was Sie haben wollen, und dann sind Sie enttäuscht, wenn Sie nach unten gehandelt werden. Die Kunst einer Verhandlung besteht darin, dass Sie als Verhandelnder oder auch als Bewerber die erste Zahl nennen, den Anker in der Verhandlung setzen, und zwar den Anker hochsetzen, richtig hochsetzen. Das ist jetzt natürlich mit dem Risiko behaftet, dass Sie den Bogen überspannen. Und wie kann es Ihnen gelingen, eine hohe Forderung zu setzen, ohne den Bogen zu überspannen? Ja, wie kann es Ihnen sogar gelingen, eine hohe Forderung zu stellen und die noch so aussehen zu lassen, als wäre sie ein Sonderangebot? Da kommt jetzt der Relationstrick ins Spiel. Der Relationstrick besteht aus folgendem Vorgehen: Sie stellen eine Zahl, die noch höher ist, in die Nachbarschaft, und Sie stellen Ihre hohe Zahl daneben. Und plötzlich wirkt Ihre hohe Zahl gar nicht mehr so hoch. Plötzlich wirkt Ihre hohe Zahl wie ein Sonderangebot. Ich zeige Ihnen mal, wie das gehen kann. Angenommen, Sie sind Ingenieur und Sie wollen ein Gehalt von 75.000 Euro durchsetzen. Und Sie haben angesichts Ihrer Berufserfahrung das Gefühl, das könnte jetzt ein bisschen viel sein. Da bin ich schon an der Oberkante. Wenn Sie diese 75.000 direkt fordern, werden Sie natürlich deutlich weiter nach unten gehandelt. Das heißt, Erkenntnis Nummer 1, Sie müssen mehr fordern. Sie müssen zum Beispiel 80.000 fordern, damit Sie eine Chance haben, 75.000 zu bekommen. Aber jetzt kommt der Relationstrick ins Spiel. Sie müssen eine noch höhere Zahl daneben stellen. Sie könnten zum Beispiel sagen: Ich habe die Gehälter recherchiert für Ingenieure meiner Berufserfahrung und meines Hintergrunds und da reichen die Werte auch bis 90.000, 92.000. Diese Zahl lassen Sie erstmal stehen im Raum und holen etwas Luft und dann sagen Sie, dass Sie sich entschlossen haben, eine Forderung von 85.000 zu stellen. Und merken Sie, was da psychologisch passiert. Das sieht jetzt schon aus wie ein großes Entgegenkommen von Ihnen. Sie fordern nicht das Maximum, das drin ist, sondern Sie kommen der Firma einen großen Schritt entgegen. Und das macht es jetzt der Firma psychologisch ungeheuer schwierig, Sie noch viel weiter nach unten zu handeln, weil Sie ja scheinbar schon einen großen Schritt entgegengekommen sind. So funktioniert die Relationstaktik: eine hohe Zahl in die Nachbarschaft stellen und Ihre hohe Zahl weniger hoch aussehen lassen. Dann werden Sie nur noch ein kleines Stück nach unten gehandelt. Und viele meiner Klienten haben mit dieser Taktik mehr mitgenommen, als sie eigentlich dachten, durchsetzen zu können. Wie können Sie das umsetzen in Ihrer eigenen Firma, wenn Sie jetzt mit Ihrem Chef über Ihr Gehalt verhandeln? Da funktioniert es so: Sprechen Sie darüber, um wie viel Prozent Sie Ihre Leistung gesteigert haben. Um wie viel Prozent haben Sie Ihre Arbeitsqualität gesteigert? Um wie viel Prozent Ihren Arbeitsumfang, Ihren Verantwortungsbereich? Und wenn Sie mit Ihrem Chef den Konsens finden, dass Sie Ihre Leistung zum Beispiel um 20% gesteigert haben, dann könnten Sie ja sagen, dass es schlüssig wäre, dass Sie nun auch eine Gehaltserhöhung von 20% bekommen, aber, und jetzt gehen Sie runter auf 15. Und 15 ist immer noch ziemlich viel aus einer bestehenden Position heraus, aber in der Nachbarschaft zu der 20 wirkt diese 15 wie ein Sonderangebot und Sie haben wirklich gute Chancen, dass Sie genau diese Summe durchsetzen, dank der Relationstaktik. Wenn Sie das interessiert, wie Sie eine Gehaltsverhandlung mit einem richtigen Erfolg abschließen können, wie Sie wirklich die Tricks der Profis anwenden und die Tricks aus meiner langjährigen Praxis, dann empfehle ich Ihnen meinen großen Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie.
Auf dem Kurs ist wirklich eine Erfolgsgarantie drauf, wenn Sie nach Abschluss des Kurses nicht durch Ihre Gehaltserhöhung ein 10-, 20- oder 30-faches des Kurspreises rausholen, bekommen Sie 30 Tage lang Ihr Geld zurück. Es ist völlig ohne Risiko. Klicken Sie gerne den Kurs an. Es ist eine kostenlose Probe dabei. Und wenn Ihnen dieses Video hier gefällt, Daumen nach oben, teilen Sie es, verlinken Sie es, legen Sie Playlists an. Darüber freue ich mich und am allermeisten freue ich mich, Sie hier wiederzusehen. Ihr Martin Wehrle.